Hola, buenos días, ihr Lieben. Ja, das ist übrigens Mata Palo. Ja, Mata Palo ist so eine Pflanze, die andere Pflanzen befällt. Zum Beispiel unseren schönen Mangobaum. Und saugt den dann, so Florian, der Pflanzenflüsterer jedenfalls, saugt den dann praktisch dann aus und macht den dann kaputt. Das ist natürlich nicht mehr so schön. Und da oben, ups, da ungefähr, ich weiß nicht, ob man es wieder sehen kann, ne, mit dieser Futzelkamera. Da sind auf jeden Fall schon ein paar Mangos. Ist das nicht schön? Ja, und jetzt dachte ich mir, ich setze mich mal einfach mal mit euch hier hin und möchte einfach mal ein paar Sachen besprechen. Weil, also ich finde es ja wirklich super, wenn ich Kommentare kriege, also wirklich jeder Art. Und wenn die noch so, sagen wir mal, mir gegen den Strich auch noch gehen, gar kein Problem, ich diskutiere wirklich gerne, mache das aber auch gerne mit Respekt. Und wenn ich dann halt dann solche Sachen sehe, wo, ja, oder diese Aggressivität dann halt wieder drin ist, ne, dann frage ich mich immer, woher kommt das eigentlich? Was ist eigentlich mit euch los? Also wo, ja, nehmen wir mal, ich werde mal ein bisschen konkreter. Also einmal habe ich dieses eine Beispiel mit dem Video, als da der Hampi mit dem Peter, mit den Motorrädern halt bei mir waren. Und da gab es halt einen, der jetzt, ich glaube, seinen Kommentar wieder gelöscht hat, wo ich auch darauf geantwortet habe, was ich sehr schade finde. Der sich halt darüber aufgeregt hat, dass die beiden ja total unverantwortlich handeln, dass sie, ich weiß gar nicht mehr genau die ganze Wortwahl, die da drin war, da waren auf jeden Fall viele in meinen Augen abwertende Dinge dann auch drin, dass dann halt über 70-jährige, übergewichtige, kranke, alte Menschen so verrückt seien, dann hier mit dem Motorrad durch die Gegend zu fahren. Das wäre total eine Selbstüberschätzung und verantwortungslos, völlig verantwortungslos. Ja, das können manche bestimmt auch irgendwie denken, aber ich denke mal, warum lassen die Leute nicht? Sollen sie doch auf dem Motorrad krepieren, umfallen, einen Hitzschlag kriegen oder irgendwas, aber trotzdem immer noch die Freiheit genießen dürfen, das, was sie dann eben wollen oder was sie erleben wollen, dann halt auch noch machen zu dürfen. Warum sollte man dann denen das dann verweigern? Allein schon diese Äußerung, ich finde das total respektlos, muss ich wirklich sagen. Ja, überhaupt nicht nett. Also ich freue mich richtig für die Leute. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich jetzt so alt wäre und mein Ding, ich wäre auch halt ein paar Kilos mehr auf dem Rippen und hätte jetzt auch irgendwelche Krankheiten, würde es aber noch schaffen, auf einen anderen Kontinenten zu fliegen, um dann da bei glühender Hitze in Motorradklamotten durch die Gegend zu gurken. Ja, dann bin ich froh und dankbar, dass ich dann die Entscheidung für mich getroffen habe, weil genauso wie Peter und Hampi bin ich ein erwachsener Mensch, der allein für sich entscheidet. Und immer diese Verbotskultur, die da am Start ist, ich finde das einfach furchtbar. Warum sollte man denn den ganzen Leuten das immer verbieten, was sie denn tun? Und wenn es denn auch denen schadet, dann kann man doch alles verbieten. Trinkt ihr Alkohol? Das ist total schädlich. Sollte man doch verbieten, oder? Raucht ihr? Müsste man doch auch verbieten. Man müsste doch irgendwie alles verbieten. Fleisch essen übrigens ist auch total schädlich. Kaffee trinken übrigens auch. Krebserregend. Ja. Dürfen die Leute nicht mehr selbst entscheiden? Muss das denn irgendwie die ganze Zeit hier in irgendeinem Befehlston grünmäßig dann irgendwie die ganze Zeit so sein? Und macht das denn Spaß? Warum lasst ihr die Leute nicht einfach? Warum können die nicht einfach sich des Lebens erfreuen und sich meinetwegen, was ich, mit giftigen Sachen tätowieren und dann tot umfallen? Ich meine, sollen sie doch machen. Selbst die Leute, die sagen, ich möchte halt ohne Gurt durch die Gegend fahren, meinen Augen völlig okay. Aber nein, es gibt natürlich dann auch wieder Verbote und dann wird dann letztendlich ja immer argumentiert, das wird dann ja so teuer, wenn die dann halt einen Unfall haben. Dann haben die vielleicht eine Kopfverletzung. Und dann wird es ja dann so teuer. Also geht es einfach nur ums Geld. Dann könnte man auch argumentieren, ja, aber die Leute, die werden wahrscheinlich dann einfach viel schneller sterben. Und dann kostet das gar nicht so viel. Ne? Meistens für die Angehörigen, für die Beerdigung und die Versicherung gerade mal oder so. Aber ich finde es einfach so, so anstrengend. Was ist denn für euch Freiheit? Das da? Ist das die Freiheit? Oder ist es einfach nur eine Landschaft? Wo beginnt denn die Freiheit? Oder jetzt noch ein anderer Kommentar. Da wurde, ich habe ja letztens halt in dem letzten Video auch gesagt, dass halt,
Oder ich habe mal nachgefragt, was ist denn da los? Wie ist denn da, wie wird denn da berichtet da in Deutschland dann gerade halt über die Abhöraktion der Russen? Und dann hat mir dann gleich halt jemand halt geschrieben, ich sollte halt im Grunde, also ich kann es jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben. Also erstmal, das ist alles Quatsch. Also wenn ich sowas schon mal höre, ist das natürlich argumentativ, also wirklich unterste aller Kanone, weil da ist ja gar nichts drin. Ist Quatsch. Erinnert mich so ein bisschen an meinen Opa. Null Argumente und das war schon immer so und dann wird es auch immer so bleiben. Also damit kann man doch echt nichts anfangen. Und ist das respektvoll? Ich wirklich, also ich diskutiere auch gerne, mache das aber auch gerne respektvoll und werde auch gerne respektvoll behandelt. Und wenn dann jemand einfach nur schreibt, das ist totaler Quatsch, und dann würde man irgendwie so eine Russenquatsch oder Russenpropaganda verbreiten, obwohl man sich überhaupt nicht informiert hat. Also mir wurde unterstellt, dass ich mich überhaupt nicht informiert habe. Allein schon das ist doch schon wirklich total bescheuert. Woher will denn dieser Typ das wissen? Oder du? Ja, woher wollt ihr das wissen? Und falls ich mich nicht informiert habe, warum klärt er mich da nicht auf? Warum kann das nicht einfach mal respektvoll dann sein? Dann mal angenommen, ja, mal so zum möglichen Szenario, ja, die sind halt abgehört worden, das ist natürlich total scheiße, die Russen sind alle blöd und das ist natürlich, was ich. Wirtschaftskrieg, keine Ahnung, und Spionage, alles Mögliche. Okay. Ne, bei den Amerikanern ist es natürlich okay, wenn man abgehört wird, bei den Russen nicht. Ich finde beides übrigens scheiße. Aber wenn dann gar nicht darüber gesprochen wird, was denn da abgehört wurde, was wurde denn da gesagt, und das ist öffentlich, das kann man sich anhören. Und wenn dann da halt dann eben darüber gesprochen wird, wohin denn da die Raketen dann fliegen sollen, wo die dann einschlagen sollen, wie man das am allerbesten macht. Kann man immer noch sagen, okay, das ist jetzt strategisch im Fall jetzt, falls man angegriffen werden sollte, dann, dass man halt zum Gegenschlag dann übergeht und alles sowas. Nee, da ging es dann halt dann auch darum, dass man das dann eben, dass man halt dann so einen Anschlag, wenn man halt so einen Anschlag planen würde, wie man das Ganze dann noch vertuscht. Und da muss man sich da wirklich mal so ein bisschen an den Kopf fassen, oder? Also wie gesagt, klärt mich auf, kommt mit Argumenten, gerne respektvoll und dann kann man gerne darüber reden. Ich bin auch gerne bereit, ein Gespräch zu haben. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, ich möchte mit dir gerne diskutieren, wir können das gerne online machen. Das kann man auch aufzeichnen und zeigen, gar kein Problem. Also ich stehe da gerne zu. Und wenn es dann auch noch immer weiterhin Leute gibt, die sagen, ja, wir müssen noch mehr Waffen nach Russland schicken oder wohin auch immer. Und da müssen vielleicht auch Bodentruppen und alles sowas. Nee, in meinen Augen überhaupt nicht. Also ich bin ein friedlicher Mensch, ich mag halt gerne Frieden und erstens, was haben wir da mit dieser ganzen Sache zu tun, die absolut scheiße ist und die man wirklich einfach nur verurteilen kann. Aber da einfach nur so feige zu sein und dann einfach sagen, so, wir schicken das ganze Material hin, dann bringt euch doch einfach alle um und dann, ja, dann gucken wir uns das Ganze von außen an. Das ist sowas von feige. Also wer sich das wünscht, der soll doch bitte dahin fahren und mitmachen. Schnapp dir eine Waffe, los geht's. Aber dafür muss man natürlich wirklich Eier haben und Überzeugung, nicht so feige einfach nur hinten im Fernsehsessel sitzen und dann irgendwie in seinem Unterhemd fetten Bauch haben und dann sagen, lauf du faule Sau. Ja, so funktioniert das aber nicht, in meinen Augen nicht. Und dieser ganze Hass und Hetze, was ja andauernd vorkommt, wo die Leute auf die Straße gehen, ne, gegen Hass und Hetze und gegen Rechts, was ein totaler Bullshit ist. Gegen Hass und Hetze gehen die Leute auf die Straße und was rufen sie da die ganze Zeit? Irgendwelche Hasskommentare und Hetze. Also ich war schon auf so vielen Friedensdemos, wo ich als Nazi bezeichnet wurde. Völlig irre, was die Leute überhaupt gar nicht mehr wissen, was überhaupt was ist. Die deutsche Sprache ist sowas von fantastisch deutlich. Also wirklich, man kann die Sachen so deutlich beschreiben. Das versucht man mit anderen Sprachen. Ja? Und die Worte sind so mächtig auch. Und was man da sagt, wirklich, da muss man einfach mal ein bisschen aufpassen und die Bedeutung der Wörter auch kennen. Aber die Leute sind so gehirngewaschen durch diese Medien, dass die einfach die andere Meinung übernehmen, ohne es mal zu hinterfragen. Ich bin ja nicht schlauer als die, ich war genauso mal wie die. Aber einfach mal diese Kiste auslassen, mal selbst hinterfragen, mit anderen Leuten sprechen, mit Argumenten und Logik, auch mit Gefühl und Herz mal dabei sein. Das wäre doch mal was. Aber nein, einfach nur nachplappern und was ich gegen rechts, 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 ja. Also ich habe früher in der Schule gelernt, in der Demokratie,
gehören rechts, Mitte und links zusammen. Die Extremen sind natürlich immer problematisch von allen Seiten oder Terrorismus oder alles sowas, ne, das lehne ich natürlich auch ab. Aber es gehört dazu, wenn eine Seite fehlen sollte, ob links oder rechts oder irgendwie sowas, wenn das fehlen sollte, dann ist das keine Demokratie. Und wenn ich dann auch noch mir das anhöre, mit dieser, wir müssen immer die Demokratie retten. Welche Demokratie denn? Was ist denn Demokratie? Mal wirklich beantworten, was bedeutet denn Demokratie? Und wenn jetzt irgendeiner kommt, ja, man darf ja wählen gehen, ja, was bedeutet das denn, alle 4-5 Jahre dann Kreuz auf den Zettel zu machen und die Leute, die dann vorher dann halt für irgendwas geworben haben, machen danach was ganz anderes? Das ist Demokratie? Das ist Verarschung. Das ist aber bestimmt keine Demokratie. Ja, so ein bisschen ausgekotzt, aber ich finde, das steht mir dann auch mal zu. Ich habe auch keine Ahnung, ob sowas mittlerweile auch schon gesperrt wird in dieser wunderbaren Demokratie der freien Meinungsäußerung. Ja, was ist nur los? Was ist nur los? Wirklich, ich frage mich das die ganze Zeit. Diese Spaltung. Früher, wirklich, ich höre mich schon fast an wie so ein alter Mann, vielleicht bin ich es mittlerweile auch, der sagt, früher war alles besser. In manchen Beziehungen war es das auch. Da waren die Leute auch anderer Meinung früher. Die haben aber miteinander gesprochen und meinetwegen auch diskutiert, meinetwegen auch schon mal ein bisschen heftiger. Aber die haben sie nicht gehasst. Mittlerweile ist es ja so, dass man einfach sagt, oder dass dann halt diese Seiten dann auch sagen, mit den anderen darf man nicht mehr sprechen. Wie bescheuert ist das denn? Habt ihr euch schon mal in einer Beziehung gestritten? Ja? Und was ist danach passiert, wenn man sich halt wieder vertragen hat? Man hat miteinander gesprochen, anders funktioniert das doch nicht. Man muss miteinander reden, um dann eben auch auf eine gemeinsame Lösung zu kommen. Oder wenigstens auf einen Kompromiss. Aber dieses Ächten von anderen oder dieses, man hält die ganze Zeit die Leute am Rand, das ist Spaltung. Und wer macht das? Also wenn du da mitmachst, dann bist du das. Ich mache da nicht mit. Ich rede wirklich mit jedem. Und gerne auch, also wenn einer eine andere Meinung hat, wunderbar, sehr gerne. Lass uns doch einfach miteinander reden, gern online. Wir zeichnen das auf, zeigen das. Ich bin gern dabei. Meinetwegen sogar eine Diskussionsrunde mit mehreren. Warum nicht? Ja, dann könnt ihr gerne auch erzählen, was denn so böse an Putin und Trump ist und was ich, wie toll Black Lives Matter ist und was ich, Charlie Hebdo und diese ganzen Dinger, wo man einfach aufspringen konnte und auch noch macht. Ja, könnt ihr mir doch mal erzählen, oder was Demokratie bedeutet. Aber immer nur Verbote, man darf nicht mehr richtig alles sagen. Das Gefühl haben ja wohl anscheinend in Deutschland mehrere Leute, dass man da mittlerweile gar nicht mehr alles sagen darf. Oder man darf es dann halt sagen, aber wird dann halt dann eben mit den Konsequenzen leben müssen. Wie zum Beispiel geächtet zu werden, seinen Job zu verlieren, aus dem Fußballfanclub rausgeworfen zu werden. All diese Dinge. Ja, man darf es sagen, aber es gibt halt harte Konsequenzen. Das ist Demokratie für euch? Für mich nicht. Für mich ist das wirklich was anderes. Aber das kann ich dir vielleicht mal persönlich erzählen. Ja, ich wünsche noch einen schönen Tag. Ich freue mich wirklich sehr, gerade auch über diese beiden Kommentare, weil das auch noch mal so ein bisschen was raufgebracht hat. Und ja, ich wünsche diesen Leuten einfach viel mehr Liebe als diese Angst. Immer nur in dieser Angst leben. Also es gibt ja im Grunde eigentlich nur zwei Grundgefühle, Liebe und Angst. Und diese anderen Gefühle, wie zum Beispiel Wut oder Hass oder irgendwie sowas, das sind Formen der Angst. Ja, Angst ist auch wichtig, also die hält mich ja auch wach, dass ich jetzt nicht mit meinem Auto da irgendwie eine Klippe runterfahre oder zu nah dran. Ne? Also da ist schon eine gewisse Angst halt da und die ist halt auch wichtig, aber sie sollte einen wirklich nicht beherrschen. Und wenn das soweit ist, dann kann halt irgendwie ein Therapeut vielleicht dann irgendwie mal helfen. Ja, also, ich fände es toll, miteinander gut, respektvoll umzugehen und ja, Argumente auszutauschen. Und man muss nicht einer Meinung sein. Ich esse zum Beispiel auch kein Fleisch, kann aber neben dir sitzen, während du ein blutiges Steak isst und sage guten Appetit. Warum auch nicht? Ich meine, da gibt es irgendwelche Hardcore-Veganer, die sagen, du bist ein Mörder, ja. Ja. Ich glaube, das war's jetzt auch. Ich rede mich sonst in Rage. Also, liebe Grüße, bis dann, hasta luego, schönen Tag noch.